Ich bin Brix Vincent Köthe. Ich habe das Gegenteil von Orange geschrieben, den ihr hier freundlicherweise ins Programm genommen habt. Das ist... Ich bin Christopher Kaufmann und ich habe Regie geführt bei Das Gegenteil von Orange. In welchem Rahmen ist denn euer Film entstanden? Wir haben das im Rahmen unseres Studiums gedreht an der Hamburg Media School. Das ist unser Zweitsemesterfilm. Genau. Und dann haben Briggs und ich uns zusammengefunden und Feodora Frickert hat Produktion gemacht und Johannes Kaczmarek Kamera. Genau. Und so ist das gelaufen. Mögt ihr mal ein paar Sätze zu eurem Film sagen, was genau da passiert und welche Rollen vor allem die Farben Orange und Blau spielen? Die Farben spiegeln die verschiedenen Stimmungen der Charaktere wider. Also es gibt zwei Personen in dem Film, die eine wesentliche Rolle spielen. Beide sind irgendwo ungewöhnlich und extrem auf ihre Art und Weise und werden eben durch eine Farbe verkörpert, ohne dass es zu offensichtlich ist, hoffentlich. Könnte man rein theoretisch sagen, dass sie in eurem Film immer blauer wird und er immer orangener? Es ist eine gute Beobachtung, also es war auch so ein bisschen ein Konzept, also auch zum Beispiel im Kostüm, wenn Lucy am nächsten Tag aufwacht, hat sie eine blaue Bluse an, also es war uns schon auch wichtig, mit diesen Farben zu spielen und Ralph mehr ins Orange zu ziehen und Lucy mehr ins Blaue, ohne dass aber jetzt wirklich so ganz krass mit den Farben zu unterstreichen, wir wollten das eher so subtil machen. Natürlich dann zum Schluss die Geste, wenn Ralph ihr die Orange da lässt, ist das natürlich ganz klar so ein Zeichen, sag ich mal, fürs Leben, wie man auch immer das auslegen will. Also es ist ja nicht ganz zu Ende erzählt, aber es ist auf jeden Fall ein positives Zeichen, was auch mit der Orange konnotiert ist. Und eure Hauptperson im Film ist ja blind. War das tatsächlich auch eine Blinde, die das gespielt hat? Nein, das ist eine Schauspielerin, die wundervolle Caroline Bär, mit der ich das in den Proben zusammen erarbeitet habe, die aber auch schon sehr viel durch ihr Talent und ihre Ausbildung einfach auch schon sehr viel mitgebracht hat für die Rolle. Und wir haben dann uns natürlich, wir waren bei Dialog im Dunkeln, haben uns verschiedene Sachen angeguckt, haben mit Blinden gesprochen, um dann natürlich möglichst ein authentisches Bild wiederzugeben. Aber nein, Caroline kann sehen, genau, ja. Und ich habe in eurem Abspann gesehen, dass ihr mit dem Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte zusammengearbeitet habt. Wie lief denn da die Arbeit, die gemeinsame Arbeit? Kannst du eigentlich auch eine für dich? Also, meine Produzentin und ich, also meine Produzentin hat den, Feodora hat den Kontakt hergestellt zu dem Zentrum und dann waren wir eben oft dort und haben Gespräche geführt, haben uns informiert, wie das abläuft. Ich habe auch Gespräche eben mit Blinden geführt, wie das so im Alltag ist, wie so das Gefühl ist. Wir haben denen auch das Drehbuch zum Lesen gegeben, was ich auch ganz wichtig fand, damit man da einfach nichts reinschreibt, wo dann irgendwie alle hinterher sagen, naja, also das machen Blinde nicht, allein im Hotel zum Beispiel oder sowas, wie man sich da bewegt, wie da so das so aufgebaut ist, auch im Hotel. Das war uns natürlich wichtig, das authentisch wiederzugeben. Und eine letzte Frage jetzt noch. Wie war das denn für euch, euren Film jetzt auf der großen Leinwand hier zu sehen? Es ist immer schön. Also es ist ganz einfach zu beantworten. Aber wir haben ihn jetzt auch, glaube ich, alle eine Weile nicht gesehen, weil wir mit unseren Abschlussfilmen beschäftigt waren. Und deswegen war es schön vom Timing. Also es hat gut gepasst. Das freut uns. Dankeschön.